Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, der Matt Jackson von Android TV. Heute haben wir mal für euch von freundlicherweise von Pearl zur Verfügung gestellt ein SPX5 UMTS. Das ist ein Smartphone, ja, ähnlich dem Samsung Galaxy Note mit einem ziemlich großen Display, um genau zu sein, 5,2 Zoll großes Display, im Gegensatz zum Galaxy Note, was ein 5,3 Zoll Display hat. Das wollen wir mal im direkten Vergleich testen und heute zeigen wir euch erstmal kurz ein Video, wie wir das gute Stück auspacken und zeigen, was drin ist, was es für Knöpfe hat, wie es sich anfühlt und so weiter. Also ab geht der Peter. Aufgemacht, angeschaut. Da haben wir zum einen das gute Stück. Folie ab. Ja, das bin ich. Hallo, grüßt euch zum zweiten Mal. Erster Eindruck, groß, klar. Rückseite nicht so hochwertig. Hier haben wir den Lautsprecher. 8-Megapixel-Kamera, LED-Flash, wobei ich zu der 8-Megapixel-Kamera gleich mal sagen muss, ich habe schon gelesen, dass die nicht tatsächliche 8-Megapixel bringen, sondern eher hochskalierte 3-Megapixel. Das kann ich euch aber erst im genauen Test sagen, wenn wir das ganze Gerät mal eine Woche getestet haben. An der Seite hier haben wir hier so einen Peripherie-Connector. Der habe ich gesehen, da gibt es bei Pearl für 24,90 eine Tastatur Docking Station, die erlaubt euch das Gerät auch als Ladestation. Okay, jetzt kriege ich das nicht so richtig wieder zurück. Stelle mich nur zu doof an. Aber das ist ja nett, jetzt hier genau im Vorführvideo das hier wieder reinzukriegen. Ich glaube, ich mache es nur verkehrt. Oder? Okay, ich lasse jetzt erstmal weg und mache es nachher. Ihr habt bestimmt keinen Bock zu sehen, wie ich das da ranfummel. Wie gesagt, also da gibt es so eine Tastatur-Docking-Station für 24,90. Da steckt ihr das Ding dann so rein und dann könnt ihr da schön vorne Tastatur und gleichzeitig laden. Finde ich eine coole Sache und ähnlich wie das Gerät selber, was im Übrigen 229 € kostet. Für 24,90 Tastatur-Docking-Station kann man nicht meckern. Gut, gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, hier der Peripherie-Connector. Ob der noch für was anderes ist, weiß ich nicht. Weiter geht's. Unten, ist gar nichts. Hier haben wir lauter leiser Taste. Haben wir sie näher ran. Das hier ist ganz witzig. Das Ding nennt sich Android-Taste. Was genau die auf sich hat, was man damit machen kann, hoffe ich, dass wir das gleich mal sehen. Wissen tue ich es nicht. In der Anleitung, da habe ich es auch nicht lesen können. Hier ist eine 3,5 mm Klinken-Audiobuchse, ein 4-Pin, also auch mit Mikro. Dann haben wir hier den Akku-Entlöse-Verriegelungs-Button, einen Mikro-USB-Port, Power-Taste. Jetzt sind wir einmal rum. Von vorne haben wir hier die Frontkamera. Lautsprecher, Sensor für Licht, dann haben wir hier 5 Soft-Button-Tasten, Home, Menü, Return und Search und das Ganze nochmal als Hardware-Taste, ein Home-Button. Okay, ja, das war es so im Großen und Ganzen. Dann schauen wir uns das Gerät mal jetzt, gucken mal, dass der Akku schon eine Ladung hat. Ich habe auch gelesen, wo ich gerade hier die Audioklinke sehe, dass die nicht so gut verarbeitet sein soll, beziehungsweise in dem Gehäuse so verarbeitet ist, dass ein herkömmlicher Kopfhöreranschluss nicht ranpasst. Aber das testen wir gleich nochmal. So, gucken wir uns das Gerät mal von innen an. Ja,
Das große Ding an dem Teil ist ja, dass es zwei SIM-Karten frisst. Und genau das machen wir jetzt mal. Wichtig darauf zu achten ist, dass der Chip nach unten schaut, ja, nach unten zum Akku hin und die Schräge nicht nach oben, sondern nach unten. Ja, also wer da schon mal das Gerät zu Hause hat und sich gewundert hat, dass die SIM-Karte nicht funktioniert hat, ist hier eigentlich genau andersrum wie sonst. Ja, ich sag's einfach, damit das wisst. Hier erste Karte schieben wir mal nach unten rein. Da habe ich einmal eine Prepaid Phonic und eine Klarmobil, um auch da ein bisschen Werbung zu machen. Hier oben die Klarmobil von diesem mega aggressiven Bewerber im Fernsehen verleiten lassen. Dann haben wir hier auch noch mal einen Slot für eine Micro-SD-Karte. Die schiebe ich auch noch mit rein. Okay, hier ist nichts mit Klickverschluss oder so. Die wird einfach nur reingeschoben in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und dann schieben wir... Lass mal gucken, ob wir überhaupt noch einen Akku mit hier drin haben. Haben wir denn hier noch ein Ladegerät? Ich hoffe, es hat einen Ampere, genau das hat es auch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Das heißt, wir können es auch für andere Geräte wie HTC, die sind ja da ein bisschen pingelig. Dann haben wir hier ein ganz normales USB-Kabel. Und da ist auch schon der Akku. In dem Fall ein 2500 mAh Akku, da wir ja ein bisschen mit dem Galaxy vergleichen wollen. Dem Galaxy Note, das hat ebenso ein 2500 mAh Akku. Und hier ist die gesagte kleine Gebrauchsanleitung. Okay. Dann stöpseln wir mal den Akku rein, in der Hoffnung, dass er schon eine gewisse Grundladung hat. Das Gerät, oder wie es so schön heißt, der Gerät, schneidet schweißfrei. Nein, der Gerät hier, oder das Gerät, wiegt 208 Gramm. Das ist schon ganz ordentlich. Ne? Das Samsung Galaxy Note wiegt dagegen 178 Gramm. Um uns das auch noch mal so ein bisschen von Formfaktor anzuschauen. Wir sehen schon, das Galaxy Note ist um einiges dünner. Von der Größe her nehmen sie sich nicht wirklich was. Ja, also ich habe ja nun sehr schmale und zarte Klavierhände, von daher sind das eigentlich hier sowieso nicht meine richtige Größe für meine Hände, aber ihr seht, es geht. Ja, man kann es in der Hand halten, es fällt nicht unbedingt runter und wie gesagt, wollen wir die Kirche im Dorf lassen, das Gerät kostet 229 Euro. Inzwischen hätte ich ja schon mal starten können. Naja, da geht es nämlich schon los. Alles klar. Dann sage ich noch ein bisschen was zu den technischen Daten. Das Gerät hat eine CPU von 650 MHz. Das ist eine ARMv6 CPU MT6573 von MediaTek. Und die GPU, also die Grafik-CPU, ist eine... Oh, ihr könnt mich hier laufend sehen. Nein, ist mir das unangenehm. Die Grafik-GPU ist 300 MHz. PowerVR SGX531. Und auf der Pearl-Seite wird immer damit geworben, dass es ein Gigahertz-Performance hätte. Das kommt natürlich zustande. Oh, habe ich hier gerade eine LED gesehen? Das ist ja fett, muss ich ja ehrlich sagen. Also SIM-Karten werden sofort erkannt. Noch ganz kurz zur 1 GHz-Performance, die da bei Pearl beworben wird. Also da wird einfach die CPU 650 MHz und die GPU 300 MHz addiert und dann kommt man da auf seine knapp 101 GHz-Performance. Ist natürlich ein Joke. Das Gerät hat, da bin ich mir nicht so ganz sicher, auf dem Karton steht 256 MB RAM. Überall wird aber geschrieben, dass es wohl abgegradet wurde auf 512 und ROM-Speicher hat es auch 512. Im Gegensatz zum Galaxy Note, machen wir das mal an. Im Gegensatz zum Galaxy Note. Was habe ich gesagt? Ach so, ja, RAM. Der Galaxy Note hat 1 GB RAM und 16 GB ROM-Speicher. So, legen wir das mal eben beiseite und gucken uns das gute Stück mal an, was denn hier eigentlich für ein Betriebssystem drauf ist. Oh, Lautsprecher ist schon mal gut. Da.
weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Android 2.3.5 Gingerbread, das ist erstmal okay. Kernel, ja, weiß der Geier. Dem einen oder anderen sagt das was, ich bin da nicht so sehr bewandert. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, gut, die Icons da oben sehen jetzt nicht so toll aus, die ebenso nicht. Aber, also, das mit den zwei SIM-Karten macht schon mal mächtig Eindruck. Ich würde auch sagen, von der Haptik her, wie das reagiert, das Movement, kann man nicht meckern. Also wirklich, und ich hätte auch gedacht, dass das Display, was ja nur 800x480 Pixel bringt, um einiges schlechter wäre. Ich mache mal ganz kurz nochmal das Galaxy Note dazu. Okay. Galaxy Note, gar keine Frage, 1280x800 Pixel, das ist natürlich unschlagbar. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das so weit aufnehmen kann. Aber hey, ich sag's nochmal, 229 Euro, ein Riesendisplay, zwei SIM-Karten, 2500 Milliampere-Stunden Akku, eine SD-Karte bis 32 GB passt auch rein. Kamera werden wir testen von 8 Megapixel, ob die wirklich die 8 Megapixel bringt. Also ich muss erstmal sagen, ich bin hier wirklich beeindruckt von dem Gerät. Ja, also für den Preis kann man doch erstmal nicht meckern, oder? Ich, wie gesagt, das war erstmal der erste, ach guck mal, wir wollten ja nochmal gucken, was diese coole Android-Taste ist. Ach, das macht einfach nur den Locks, nee, hä? Ein Schloss oben, keine Anzeige, was soll das, das fragt Herbert Grönemeyer und keiner weiß es, was soll die Taste? Okay, kriegen wir raus im Test. Keine Ahnung, Android-Taste. Eben, ne? Cool. Ja, wie gesagt, also wir werden das Gerät nochmal ausführlich testen. Ich sag mal so eine Woche im Dauerbetrieb. Dann werden wir euch hoffentlich... Ach, guckt mal, wir wollten nochmal die Lautsprecherbuchse hier testen. Die Audiobuchse. Und? Aha. Ich sehe gerade das Ding hier ausgehen. Hat er darauf jetzt reagiert? Ich habe hier mal einen ganz herkömmlichen Sennheiser-Kopfhörer. Aber wenn ihr hört, ich gehe mal an mein Mikro ran. Musik kommt raus. Also, hey. Also ich finde das Gerät erstmal geil. Für den Preis kann man nicht meckern. Okay, also wie gesagt, ich will jetzt hier zum dritten Mal schon Schluss machen. Zeit rennt davon. Wie gesagt, wir testen das Gerät ausführlich eine Woche lang, auch gerade im Vergleich zum Galaxy Note, weil das ist ja, glaube ich, das entscheidendste Gerät, was so in derselben Liga spielt, größentechnisch gesehen, und um einiges teurer sicherlich ist. Wollen wir mal sehen, ob es auch den Preis wert ist. Wir melden uns, schreiben ausführlichen Testbericht. Ich bin der Matt Jackson für Android TV. Bis demnächst. Tschüss.